Hi, mein Name ist Filippo und in diesem Video zeige ich dir, wie du deine Buchungen aus verschiedenen Buchungsplattformen in unsere Kalender-App integrierst. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Zuallererst ist es immer wichtig, dass du eingeloggt bist in unserem System. Und wie kriegst du jetzt die Buchungen von verschiedenen Buchungsplattformen in unserem Kalender rein? Das Stichwort ist iCal Import. Und wo finden wir diesen iCal Import? Wir klicken hier auf Kalender, deine Kalender. Dann wählst du deinen Kalender aus, in dem du deine Buchungen importieren möchtest. Wir gehen auf Option, iCal Import. Wir sehen, hier sind noch keine importiert und wir klicken hier rechts oben auf Import erstellen. Meine iCal URL habe ich schon vorbereitet. Es sind drei Stück, zum einen Airbnb, die jeweilige iCal URL findest du halt bei deiner Buchungsplattform. Wir fügen die jetzt hier ein, klicken auf Weiter und jetzt hier hast du die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Anreisetag verschieben, Abreisetag verschieben. Was heißt das? Das bedeutet, dass manche Buchungsplattformen tatsächlich nicht immer den iCal-Standard einhalten und dadurch es zu Verschiebungen kommt. Um dem entgegenzuwirken, haben wir Anreise und Abreise zum Verschieben. Du kannst hier minus bis plus 2 Tage hinzufügen. Damit erreichst du, dass die Anpassung identisch ist mit dem, was du importierst von deiner Buchungsplattform. Beispiel: Airbnb stellt dir den Anreise 6.5. und bei uns wird es dem 5.5. angezeigt. Also musst du hier eine Verschiebung des Anreisetags vornehmen. Klick einfach an und dann wird es angepasst. Wir klicken auf Import erstellen und fügen jetzt einfach weitere hinzu. Import erstellen. Booking.com. Wir sehen jetzt hier in der Spalte letzter Import. Alle drei sind gerade in Bearbeitung. Das heißt, dass es dauern kann bis zu 4 Stunden, bis sie miteinander kommunizieren. Das ist unterschiedlich, je nach Buchungsplattform, wann sie quasi den Import ausstoßen. Du selber kannst aber unter Optionen importieren, kannst du den Import per Hand einmal ansteuern bzw. starten. Wir machen das mal und sehen jetzt hier, ein Termin wurde importiert. Wir machen das gleiche bei den anderen beiden. So, unsere Termine wurden importiert. Wir gehen jetzt auf unseren Kalender, deine Kalender. Und wir sehen jetzt hier, unsere Termine wurden importiert. Die sind jetzt blau hier hinterlegt. Und du hast hier natürlich die Möglichkeit, auch den Termin direkt auch zu löschen. Und so einfach ist es, ein iCal-Import zu erstellen. Möchtest du allerdings Buchungen von der Kalender-App in andere Buchungsplattformen exportieren, dann schau dir dazu unser Video iCal-Export an. Solltest du trotzdem irgendwelche Fragen haben, kein Problem, melde dich bei uns im Support. Bis dahin wünscht dir dein Kalender-App-Team weiterhin viel Spaß mit unserer Kalender-App.